Wo ist der Cloud? Da ist er. Wo ist der Cloud? Da ist er. Wo ist... Okay, ist gut. Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition auf dem LPT-Server. Und das Schweinchen. Hallo, Schweinchen. Alter, dein Kopf hängt im Zaun drin. Ja, egal. Ja, ich habe mir mal die Kommentare durchgelesen und dachte mir, ich brauche Holz. Nee, das habe ich mir jetzt nicht gedacht, oder? Doch. Aber. Nee, ich habe noch Holz. Ihr habt mir einen Tipp gegeben. Weil das unten nicht funktioniert hat mit den Schildern, habt ihr mir geschrieben, mit Leitern funktioniert das noch. Das will ich gleich mal testen. Ich habe es vorher noch nicht getestet. Ich habe es versprochen, nicht zu testen. Erst wenn ich aufnehme. 16 Leitern sollte erstmal reichen. So, dann gucken wir gleich mal. Ich hüpfe mal kurz runter. So, ich habe jetzt hoffentlich die Server-Lags beseitigt. Also momentan läuft es jetzt echt flüssig. Und jetzt muss ich mal gucken hier. Ja, mach das mal ganz kurz hier weg, alles. So, ihr habt gesagt, mit Leitern funktioniert das noch. Ich meine, mit... Hä? Nee, wie sollen die denn hier halten? Die halten noch gar nicht da dran. Achso, ich hab jetzt Schienen gebaut, bin ich bescheuert. Alter, ich bin schon wieder total neben der Spur, warte mal. Ja, komm, shit, fuck, blödes Ding. So, jetzt müssen wir hoch. Ach. Ich bin aber auch voll heute. So. Ja. Da habe ich ein bisschen verbockt. Aber trotzdem kriegen wir noch hin. Pass auf. Schienen und Leitern. Also, wie kann man nur sowas verwechseln? So. Dann mache ich mal. Ah, hier kommt 3, reicht. Eigentlich so brauche ich gar nicht so viel, aber. Jetzt will ich das mal testen. Ja, der doof, ne? Ja, kenne ich schon. So. Alter, die Mucke ist heute wieder so extrem laut. Ich habe alles eingestellt, aber es will immer nicht. Ich mach mal kurz ein anderes Lied an. Das geht mir selbst auf den Sack. Ja, das geht. So. Gucken wir mal kurz. Jetzt will ich das mal testen. Ah, hier geht das ja gar nicht. Scheiße. Aber warte. Jetzt vielleicht brauchen wir das eh bloß in zwei Ecken. Ich probiere das jetzt. Es scheint. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Dankeschön für den Tipp. Funktioniert einmal frei. So, jetzt muss ich sowieso. Dann muss ich mir später noch einen Weg hoch machen. Ja, funktioniert. Danke für den geilen Tipp. Brauche ich den ganzen Scheiß nicht abbauen. Ich habe da unten. Ich war schon mal runter, weil der Server hat übelst gehangen. Übelst, auch ein Wort, ne? Ich lasse das mal hier vorne drin. Und jetzt bräuchte ich eigentlich theoretischerweise nur noch runterbauen. Das gucke ich mir nochmal an. Mach mal hier den ganz kurz die Düns hier vorne weg. Ich will das zumindest mal ein bisschen hinkriegen hier. So. Nehmen wir die Schaufel. Funktioniert wieder nicht. Hoch, hoch, hoch. Ah, das ist jetzt wieder Dreck, warte. Machen wir mal kurz weg hier den Rand. Müsste ich da vorne aber eigentlich auch noch wegmachen. Ich will das hier komplett einmal runterziehen. Nein, 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 zu viel! Oh, leck mich doch an der. Nicht ersaufen, nicht ersaufen, nicht ersaufen, nicht ersaufen, nicht ersaufen. Junge. Kann nicht so weitergehen mit mir, ich weiß. So, jetzt aber. Jetzt fallen wir! Runter. So, jetzt muss ich mir nochmal hier hochbauen. Aber es funktioniert. Es ist schon mal. Danke nochmal für den Tipp. So. Und. Achso, jetzt habe ich da oben einen vergessen. Ich will das ja halbwegs schön machen. Ach, leck mich doch am Arsch. Jetzt habe ich das Ding da auch weggeruppt. Ah, es geht.
Weil ich will, dass es ein bisschen, auch ein bisschen hübsch aussieht. Auch wenn die da nur runterwandern. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen Licht da oben hin machen, dann sehe ich ein bisschen mehr. Genau. So haben wir es ein bisschen beleuchtet. Die oben muss ich auch noch auswechseln. Scheiße. Habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. Naja, egal. Machen wir das erstmal weg hier. Ich brauchte ja eigentlich nur noch... Jetzt müsste aber auch nur noch Viecher spawnen, ne? Die kommen da ja gar nicht raus. Die sind schon wieder alle dämlich. Na gut. Kann man ja stehen lassen. So. Und dann muss ich mir noch irgendwie einen Weg darunter basteln, damit ich hier unten auch irgendwie rauskomme. Und da dran auch rumzimmern kann. Warte. Probier das mal ganz kurz. Ja, ich kann jetzt eigentlich hier runtergehen. Ich mach jetzt erstmal so. Kann ich ja später noch verschönern. So, das immer ringsrum komplett muss ich frei machen. Damit ich dann einfach nur da reinschlagen brauche. So. Genau. La 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 la. Bis jetzt ist noch keiner rausgekommen. Warum, weiß ich nicht. Die haben wohl anscheinend keine Lust. So. Jetzt geht mir noch wirklich der Stein alle, oder? Nee. Ich hab's hier noch ein bisschen. Ich weiß, es ist jetzt hier nicht so allzu interessant, wenn ich so eine blöde Falle hier baue. Aber ich habe, ich glaube auf Twitter war es, da hat mir der Tod noch geschrieben, der ist sowieso überall, dass ich eine Innenreihe noch bauen kann, Nether-Tore. Also ist innen drin noch eine Reihe, ein bisschen höher angesetzt. Dann ist die Spawn-Rate ein bisschen höher. Ist auch eine geile Idee. Überlege ich noch. Da muss ich mir bloß wieder Obsidian farmen und davon habe ich, glaube ich, erstmal eine Schnauze voll. So, jetzt kommen die eigentlich hier runter, klatschen da rein. Dann müsste ich theoretischerweise, irgendwann werden ja bestimmt noch die Trichter rauskommen. Da kann ich da unten was drunter machen. Oder warte, ich habe eine geile Idee. Kann ich ja eigentlich theoretischerweise auch Wasser reinmachen, oder? Warte mal. Genau, das spült die ja komplett raus. Warte, das muss ich jetzt mal testen. Nimm einfach mal das Wasser hier. Wenn ich jetzt hier Wasser reinmache. Ey. Dann spült das doch theoretischerweise da unten raus, oder? Genau. Dann brauche ich bloß eigentlich hier... Na gut, wenn ich sie hier wegkloppe... Brauche ich bloß da unten stehen. Dann geht das rein. Ich brauche bloß noch einen Eimer Wasser. Hallo? Ist dort unten jemand? Komm, hier muss doch irgendwo Wasser sein. Aber schön, dass ich so eine gute Höhle hier unten habe. Ach, da war einer. Gut. Kann ich ja gleich noch weiter buddeln hier unten. Das ist ja geil. So. Machen wir das mal. Ich hoffe, das funktioniert noch. Probier's mal. Geiles Ding. Geiles Ding, das funktioniert, Leute. Das funktioniert. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie hinkriegen, dass da oben die Viecher auch kommen. Und dass ich da auch wieder hochkomme. Kann mich ja jetzt hier nicht gerade hochbuddeln. Doch, theoretischerweise kann ich das. Mach mal hinzu. Ich buddel mich jetzt. Weil ich mache mich erstmal hier komplett gerade. Kann ich ja oben wieder dicht machen. Können wir ja wieder zumachen. Komm. Da treibt es mich schon rein. So, machen wir die Seiten hier auch noch weg. So, und dann fallen die da runter. Die sollen natürlich nicht allzu tief fallen. Warte, hier muss ich, glaube ich, noch was nachbessern. Sieht nämlich ein bisschen doof aus. Ich muss sowieso noch den ganzen Boden hier machen. So, wunderschön. Jetzt fallen die theoretischerweise da runter, landen da unten drinnen. Dann geht das weiter. Aber ich drücke die ganze Zeit immer Richtung Mitte.
Und jetzt könnte ich hier auf Höhe 2, ich könnte jetzt da oben noch mehrere Tore ranmachen. Und halt noch mehr spawnen und noch mehr reinklatschen und noch mehr und noch mehr. Aber wir müssen das erstmal irgendwie testen. Das Problem ist, hinter dem Tor ist nichts offen. Das heißt, wir müssen den Weg freibauen, damit da überhaupt was rein kann. Kleinen Moment, ich guck mal kurz. Ja, ich weiß, das sieht aus wie Gehirn. So, wenn wir jetzt... Wie soll die denn hier hinkommen? Das Tor ist ja echt hier am Arsch der Welt. Das räumen wir einfach mal ein bisschen frei. Vielleicht kommen denn irgendwelche Viecher hierher. Wäre ja ganz cool. Ich räume das jetzt einfach mal komplett frei, dann kann ja theoretischerweise hier was spawnen. Jetzt da oben ist anscheinend nichts. Ich muss den Viechern bloß einen Weg schaffen. Problem ist halt... Weil die sind immer da unten nachher. Aber ich denke mal, so dürfte das auch schon gehen. Weil die spawnen ja sowieso hier überall. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwie weiter runterkommen oder ob das hier schon das Ende ist. Wir hängen hier aber auch genau in der Luft, ne? Das macht sich hier ein bisschen scheiße. Warum kommt man da rüber? Aber dann nehmen wir gleich noch hier mal ein bisschen Glowstone mit. Ich mach mal einmal Kohle weg. Dann lohnt sich das hier jedenfalls. So. Mitnehmen! Ah, ich bin überfüllt. Mist. Da muss ich mich gleich... Ich buddel mich gleich darunter. Also, wir sammeln hier noch das bisschen Glowstone ein. Bin in der Hocke, ja. Ah, das fällt ja alles unten in die Lava. Oder? Wenn ich das jetzt... Vielleicht falle ich noch in die Lava. Warte mal. Ich muss erstmal das Loch da oben stopfen. Ja, nein, nicht runterfallen. Weiß, ich habe heute wieder... Ah. Genau. Das sind da hinten alles. Das sieht ja wieder alles so kurios aus. Eine Nether-Festung ist hier nicht zufällig in der Nähe, oder? Nö, ist eine Star. Was ist das hier? Mach mal den Mist weg. Pilze. Einmal Pilze. Wenn wir Pilze brauchen, dann, ne? Sich da voran gebuddelt. Gut, guck ich mal hoch, um das restliche Glowstone wieder, das da hinten. Ey, das kann ich auch gleich holen. Ja, wenn wir einmal dabei sind, ne? Jetzt hör auf, den Mist hier einzusammeln. Ich bleib mal in der Hocke. Oder auch nicht. Mit Hopsen funktioniert's. Warte, ich baue mich aber noch mal ein Stück hoch. Sammeln wir den unten ein halt. La 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 la. Oh, das war auch knapp da vorne. Aua. Na? Na? Das geht aber tief darunter. Das ist nicht meins. Ich hab doch Höhenangst hier bei Minecraft. Im echten Leben nicht, aber bei Minecraft. Nehmen wir mal alles mit hier. Die kann ich doch eigentlich auch theoretischerweise gleich zusammenbauen. Dann spare ich mir ein bisschen Platz. So.
gut. Warum sind hier überall Fackeln verteilt? Irgendjemand war schon mal hier. Irgendjemand. Ist echt schlimm. Sobald du irgendwo bist, ist ein anderer gleich in der Nähe. Deswegen, warte mal. Machen wir hier die Lumpe kurz weg. Machen wir mal hier was ein. So, muss ja hier Beweise vernichten. Guckt eh keiner komplett die Folge, deswegen wird mich hier schon keiner finden. So. Haben wir diese Glowstone mitgenommen? Genau. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Jetzt habe ich mich hier schon verfranst. Oh, stimmt ja, da war ja... Herzinfarkt! Das war jetzt nicht gesund. Ich habe mich jetzt schon wieder fast selbst umgebracht. Aber ich höre das Tor. Bin in der Nähe. Da. Stimmt ja, hier oben war ja noch was. Guck. Bleib hier! Bleib hier. Ach komm, scheiß auf den einen da unten. Jetzt räumen wir den Weg hier noch ein kleines bisschen frei. Geh aus. Vielleicht haben wir doch noch Glück. Und die Schweinis spawnen hier wie bescheuert. Egal, wo ich hinbuddel. Ja, das ist viel zu hoch hier. Die Tore liegen einfach nur scheiße. Komm, ich gehe einfach wieder rein. Wir haben es ja so gut wie möglich gemacht. Ich hoffe nur, dass jetzt auch die Schweinis da kommen. Ich hatte mal Schweine, die sind doch nicht beim Fußball. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Ich könnte auch mal ein bisschen, also nur ein kleines bisschen. Ja, ich werde irgendwann mal eine große Nether-Tour machen. Da sammeln wir mal Quarz, da bauen wir aus Quarz was. Das ist doch mal eine Idee, oder? So. Wandern wir mal zurück. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Dass dann halt ein paar... Unten sah es echt leer aus gerade. Obwohl der Schwierigkeitsgrad so eingestellt ist, dass welche kommen müssten. So, ich muss mal gucken. Ich hüpfe jetzt einfach mal hier rein und lass mich mal kurz treiben. Klatsch. Genau, funktioniert. Jetzt muss ich mich hier selber nur ein bisschen befreien. So, hier unten war auch gleich meine Leiter noch drin. Das ist gut. Und habe ich mein verfluchtes Feuerzeug bei? Jo, hat er. Dann machen wir gleich hier unten was anderes. Nämlich ein bisschen Licht. So. Da muss ich nicht immer meine Fackeln hier hinstellen. Da kann ich nämlich einfach die Dinger mal ein bisschen hinbauen. Die könnte ich oben... Auf meinem Turm könnte ich die hinbauen, oder? Genau. Dass ich oben vielleicht so eine Art mittelalterlichen Leuchtturm baue. Dass oben einfach nur eine Fackel ist. Also jetzt nicht eine Fackel, sondern einfach oben was brennt. Das wäre ja auch mal geil. Nee, jetzt treibst du mich hier nicht runter. Also knicken. Ich muss sowieso noch den ganzen Boden hier machen. Komm, den mache ich gleich, das geht ja fix. Und die Decken muss ich auch noch machen. Ich gehe, glaube ich, danach. Komm. Ganz kurz. So, ich muss... Die Leitern... Muss... Leitern... Warte, ich stelle mich mal kurz hier rein. Kann ich nämlich nicht wegdriften. Leitern! Komm hoch hier. So, wunderbar. Mach ich den Rest nochmal weg. Dann machen wir den Boden mal ein bisschen schöner. Ah, ich bin unter Wasser, da kann ich nicht so schnell abbauen.
Mann! Ach, komm schon. Mach Gang. Zieh einen Finger. ZDF, nicht zweideutsches Fernsehen. Komm! Das kann doch nicht so schwer sein. Alter, was ist denn dahinter alles noch? Das war aber eine dünne Wand hier. Huch. Schrie. Sorry. Vielleicht da unten bestimmt alles geflutet gerade. Nein! Ich wollte doch nicht da runter. So, gleich haben wir es geschafft, Leute. Gleich! Ich muss gegendrücken, mein Finger tut schon weh. Weil es mich immer noch da vorne drückt. Gleich. Hol mal die Blubberbläschen noch hoch. Es ist gar nicht so einfach, sich hier im Balance zu halten. So, wunderbar. Mache ich das eine Ding hier noch weg? Nicht immer in die Mitte. Ich will denn nicht dahin. Wo ist denn jetzt der Ausgang? Den muss ich auch noch mal ein bisschen besser machen. Raus hier. Gut, dann muss ich irgendwie noch eine Tür reinmachen, nicht, dass die nach hinten weggehen können. Und dann können wir uns bald unsere Mobfalle davon testen. Ich prüfe gleich nochmal auf dem Server, warum jetzt keine Viecher hier spawnen. Sonst kommen immer zu viel, jetzt kommt zu wenig. Im Laufe der Zeit wird das schon irgendwie klappen. Gut. Server läuft noch. Gut. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, hoffentlich hat es euch ein bisschen gefallen. Und ich müsste mal meine Karotten wieder abernten. Wir sehen uns morgen wieder. Und in den Kommentaren natürlich. Auch wenn ich nicht immer antworte. Ich lese zumindest jedenfalls durch. Sonst hätte ich die Tipps jetzt eben nicht erraten. Erraten. Gewusst. Gut. Bis morgen. Und in den Kommentaren. Ciao.